Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 5 mit André. Yay! Siehst du, hat auch geklappt. Ja, ich mag das trotzdem nicht. Oh, hab ich das gerade laut gesagt? So. Oh, die Halskette ist 5000 wert, das ist doch ein Witz. Alles verkaufen. 29.050. Okay. So, verbessern. Ich glaube, wir brauchen nur noch 2-3 Kapitel, dann ist meine Schrotflinte endlich auf Max. Ich glaube, ich brauche noch 3 Level auf die Pistole, dann habe ich die voll. Und ich glaube, das Scharfschützen wird noch 2-mal hochleveln, dann habe ich die auch voll. Ich habe halt keine Ahnung, wie häufig ich noch mein Dingsens mal hier meine kleine Maschinenpistole da erhöhen muss. Weil. Siehst es nicht, ich weiß, hast du mich genau schon mal gesagt. Ich seh's halt. Du siehst es einfach nicht, das ist so krank. Bei allen anderen kann ich das so einschätzen, weil ich das so noch ungefähr sehe, der Balken und so, aber bei dem Ding. Vor allen Dingen, ne, das Scharfschützen, was ich benutze, ne, ist 2000 wert, wenn du die neu kaufen willst. So ein Witz, ey. Die ganzen Waffen, die du halt. Ey, ohne Witz, mir ist das jetzt gerade mal aufgefallen, ne? Ja. Es gibt doch. Ich will nicht spoilern. Nee, lass mal, das machen wir ohne Aufnahme. Sag ich dir. Okay. Mean. Ja, du kannst Mean kaufen. Hätte uns vielleicht bei Wesker helfen können. Wir brauchen keine Minen für Wesker. Wahrscheinlich wäre die Minen auch matrixmäßig ausgewichen. Seltsamerweise, ich habe ja am Anfang mit einem Sprenggranat auf ihn geballert und er ist einfach ausgewichen. Wie? Bitte, schön. Wie? Ist halt Wesker. Nein, es ist Neo. Sind wir? Du hast schon recht, ich habe keine Ahnung, wie wir auf dieses Schiff gekommen sind. Hä? Vor allem, wenn du hinter dir guckst, hier ist auch kein Anleger oder sowas, wo man hoch hätte klettern können. Hä? Ja? Using a ship like this would give away the position. Sowas von lustig. Ich mag Kisten. Oh, Blendgranate. Pistolenmuni, brauche ich unbedingt. Die Blendgranate kann uns nochmal helfen. Hi. Tschüss. Wow. Das war merkwürdig. Und das macht mein Tod fast schon wieder. Oh. Und wo? Weiß ich nicht. Wow, der hat ganz gut geschützt. Aber du solltest dich darum kümmern. Wenn ich wüsste von. Ah, da oben! Oh oh, Granate! Granate! So, die ist daneben geflogen. So, drum gekümmert. Entschuldige nochmal, ich wusste es nicht. Alles gut. Lol. Was ist das für ein Typ? Gewehr. Hier kommt man nicht rüber. Hier kommt man hoch. Kommt nicht runter. Ah, hier kommt man hoch. Ja. Ich bleib hier oben. Schöne Aussicht. Vor allen Dingen liegt Gewehrmunition rum. Und Pistole. Echt, der hat Pistole fallen lassen. Ach, du bist noch weiter nach oben. Auf dem Turm. Kann ich alles überblicken. Aber keine Gegner zu sehen. Doch, ich sehe ihn. Treffe ich ihn? Baxe, ich habe noch eine viel bessere Stelle gefunden, um die Titanic-Stelle nachzuspielen. Guck mal hier, das ist perfekt dafür gemacht. Hier, da vorne am Bug. Oder am. Was ist denn Bug? Das ist vorne. Da kann man super geil die Titanic-Szene nachspielen. Ah ja, wir brechen uns nicht die Füße, ja ja. Schaffst du das nächste Mal hoch runter zu springen von sowas oben? Ah!
mach doch schon. Mach ich auch. Wo sind die auch immer her? Da oben, Alter. Du machst das schon. Hey, viel Spaß, Mann. Oh! Ist das okay? Ja, ich hab bloß nicht damit gerechnet, dass mich auch noch ein Hund anschirmt. Oh, Gott, bin ich drin. Komm gleich. Hier ist ein bisschen mehr los. Auf dem Weg. Schrottmunition. So, wo war die andere Schrottmunition? Ganz hinten, wenn du nochmal hochkletterst dann. Rechts. Ne, warte, das ist Braut. Genau, rechts. Axel, komm mal her. Jetzt muss ich mal was gucken. Warte kurz. Stimmt, so hieß das. Wackel, stell dich mal da vorne hin. Wo? Da vorne. So, jetzt stell ich mich hinter dich, guck nach vorne. Du, und jetzt stell dir vor, wie der Titanic Theme Song läuft. Oh mein Gott, Alter. Du, I can show Weile. You. Ist das dein Ernst? Ja. Oh mein Gott, ey. Kann nur von dir kommen, sowas. Damn. Wo ich viel Filme gucke? Ja. Abstechen. Ich hab mich so erschrocken. Ja, Blindgranate. Ja, ich will da irgendwie noch was drauf nehmen, aber ich weiß noch nicht so richtig. Das war jetzt dumm, Baxe. Warum? Hast du mal in mein Inventar geguckt? Wieso? Ach, du kannst es jetzt wechseln, oder was? Ah, okay. Thanks, Partner. Wusste gar nicht, dass das geht. Kannst du es kombinieren? Ja. Kannst du mir die wiedergeben, okay. Wusste gar nicht, dass das geht. Thanks for the help. Echt? Das haben wir ganz am Anfang herausgefunden. Du scheinbar. Aber egal. Ich bin. Ich kann in deinem Inventar, kann ich sagen, Anfrage. Ich kann auch nach einer Waffe fragen und die kann ich nicht mal. Lol. Aber ich kann, du kannst mir auch eine Anfrage senden. Ist halt wirklich nicht für offline. Für online, meinst du? Nicht wie wir es Teamspeak haben. Wenn einer wie wir nicht zusammenspielt, genau. Online, Teamspeak. Nicht offline. Na, Teamspeak halt, der kein Teamspeak besitzt. Oder kein Headset oder sonst was. Ich mag solche Gänge absolut nicht. Ich glaube, hier kommen noch ganz viele Hunde gleich. Das schreit irgendwie so nach Hunden. Ah, eine Kiste. Alleine, lauf ganz schnell weg. Ich nehm schon mal einen Granatwerfer. What the hell? Hier geht's nicht lang. Ich will da nicht rein. Hm. Hier ist wieder sowas zum Hochheben. Sind das Autoreifen oder? Sehen aus wie Autoreifen, oder?
Nein, so riesige Trucks, Reifen oder es sind. Ach nee, das sind. Sind das die Missiles? Sind das die Raketen? Na, die kann ich mal schieben. Die Dinger. Ah nee, das sind irgendwelche Tanks einfach nur, okay. Wo bist du? Hier oben. Ach da. Ja, gut, du siehst doch den Laser. Come on! Ach, das schaffst du es nicht alleine. Hurry up! Grüß dir, da muss Gelbrot von uns sehen. Also wenn ich da jetzt runterspringe, dann löse ich sowas von einem Event aus. Spoiler-Alarm. Immer er gerade gemacht hat. Ich hab uns ein Emblem besorgt. Da drin war ein Emblem. Okay. Kriegst du aber nur, wenn du jetzt das Explosives da reinschmeißt. Bin ich runter, aber naja. Musst du ja auch nicht. Eigentlich doch, wir wissen uns nicht weiter. Munition! Und noch mehr Kraut. Hier ist noch ein Ging. Könntest zwei grüne Kraute kombinieren. Aber da liegt auch ein Erste-Hilfe-Spray. Alter, wo soll man das denn alles hinstecken? Ich glaube, die machen uns da richtig fertig. Oh, guck mal. Oh, zwei. Dampft der auch runter? Sind die Beine da runtergekommen? Ich weiß nicht, was du so ewig brauchst bei den Typen. Ich hab mir halt angeguckt, was die machen. Das ist cool. Alle Granatwerfer ist schon mächtig. Wieso nicht mehr so viel? Alter, wie viel Money krieg ich hier für die Pistole? Ja, jetzt bin ich hier unten. Jetzt. Spring. Achso. Hallo? Kannst du hier irgendwas klicken? Ah, oder? Ah, ich glaube, ich weiß was. Bleib mal da stehen. Er hat's auch herausgefunden. Ach, willst du hoch? Warte mal. Interessant, ne? Noch mehr Pistole Munition. Das ist großes Kraut. Bei dir sind Hunde. Merke ich auch gerade. Wow, ich danke. Kam der hier hoch, Alter? Als... Deine Hühne mit so einem Gewehrchen ist auch witzig. Okay, ich gehe. Nein, ich gehe doch nicht runter. Oh Gott. Lol, ich mach die mit der Pistole besser platt als mit der Schrott, wie es aussieht. Boah! Also, den Zahn schließe ich aber auch nicht mit der Schrot. Oh! Hier liegt Magnum rum. Und Maschinengewehr. Ich hab Goldbarren gefunden. Oh, noch einer. Ich bin quer hingelaufen, Alter. So, dann komme ich mal wieder zu dir und hol mir mal die Sachen bei dir ab. Hey, da kommt ja doch einer. Gehen denn alle her? Ja,
Hey! Entschuldige bitte. Ach, du brauchst ein unfairer Messerfight. Entschuldigung! Tut mir leid. Ach, da unten ist noch einer. Ach, okay. Dann war halt der Goldbarren oder die Goldbarren oder was auch. Hier liegt noch Gewehrmunition. Ja, ich bin voll. Also Magnum-Munition habe ich nirgendwo gesehen, wenn du die. Na komm mal her. Achso, die hast du mitgenommen. Die hab ich mitgenommen, damit sie nicht verschwinden. Nur an dich gedacht. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ja, ich bin ein bisschen rumgelaufen. Er rennt von mir weg. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Er rennt immer noch von mir weg. Sagst du, da oben liegt noch Gewehrmunition. Ich weiß, ich bin voll. Nein, bist du nicht. Du hast mir gerade Magnum-Munition gegeben. Gleich ein Headshot. Ja. Ich überlege, ob ich nochmal zurückrenne und mein Doppelkraut hier, das eine zumindest, gegen das erste Hilfespray tausche. Ja, woran überlegen, ob wir nochmal zurückgehen. Meiner lag zweimal Kraut und einmal erste Hilfespray. Mhm. Sollte man schon irgendwie. Hast du was aufgehoben? Nee, ne? Nö, nichts aufgehoben. Komm mal her. Soll ich das Hilfespray aufgeben? Komm mal das so. Man da nur noch hin? Kann man da hin? Kann man da überhaupt hin? Das ist ja noch eine Frage, wie kommt man denn hier hin, Baxe? Weißt du das? Wohin? Gute Frage. Also nicht dadurch, sondern hier, da oben. Guck mal, hier oben drauf sind noch Sachen. Keine Ahnung. Na, dann lass uns das erstmal weiterlaufen. Wenn ich würde. Gute Frage. Oder hast du überhaupt eine Idee? Naja, leider keine. Da steht auch ein Gegner. What the fuck? Vielleicht kommen wir da noch hin. Jetzt liegt der Gegner. Ich hab den gerade geone-shottet mit einer Maschinenpistole. Son. What the fuck? Wo bist du gerade so? Wieder bei den zwei Containern. Okay. Gar nicht aufgefallen, dass du an mir vorbeigelaufen bist. Danke. Wir sehen uns dann irgendwann wo später. Kommst du nämlich nicht weit? Der ist. Oh, doch, das geht. Ich dachte, der erste trefft den von hier nicht. Du hast eine Kiste vergessen. Hab ich nicht. Doch. Nein. Du hast es nicht vergessen. Siehst du?
hab keine Kiste vergessen. Wie du meinst. Aber wie kommt man jetzt da hinten noch rein? Wenn wir hier durchgehen, das ist doch safe, wenn wir hier durchgehen, ist das weg, oder ne? Ah. Naja. Gute Frage, nächste Frage. Noch mehr gebaut. Das macht mir Angst. Alter, wir haben so viel heilen. Mit. Vor allen Dingen, der Auto hat drei Dinger drin und du hast 10 Schuss drin. Ich will hier nicht sein, habe ich das schon mal gesagt? Naja, was soll's. Magnum und Schrot ist wichtiger. Salah. Noch mehr Maschinenpistolen. Soll ich's mitnehmen? Nö. Once he knows we're here, he'll find us. And how do you know that? Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. He must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. But I'm holding you to that. Ah, Schrot. Schrotflinte! Jailbreaker! Willst du mich verarschen, Alter? Soll ich die mitnehmen? Ja, ich überleg halt gerade, ne? Soll ich dich heilen? Oder soll ich, oh ja, und dann gebe ich dir dieses erste Hilfespray, meinst du? Oder so? Oder? Ja, können wir machen so. Da habe ich das Grüne weg. Thanks, Partner! Nimmst du die Jailbreaker erstmal mit? Ja. Das ist bestimmt so eine automatische Pum-Pum-Pum-Pum-Pum. Ja, das ist nicht aufgerüstet. Weißt du was? Ich hätte gerne die Brenngranate mitgenommen. Ich weiß nicht, Gewehrmunition kann ich eigentlich weghauen. Wenn du 50 Schuss auslangen, dann ja. Ey, Alter, weißt du, wie ewig das dauert, bis ich 50 Schuss verballer? Weiß ich nicht. Ach, scheiß drauf. Kommt drauf an, wie schnell du snipen kannst. Weil die Blendgranate kann echt in manchen krassen Situationen helfen. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Ach, die Pflanzen kennen wir doch. Freeze! What's going on here? Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out! Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Damn it! She's tough. I'll give her that much. What's this? Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Komm, spritzen! Spritzen! Vor allem, wo ist der Koffer jetzt hin? Gute Frage. Jetzt mal im Ernst, warum liegt hier so ein Tagebuch des Zellforschungs-Migul. Oh Gott. Ich hätte da nichts anklicken sollen. Ich genauso. Noch mehr Kraut. Viele, viele Pflanzen. Noch mehr Gewehrmunition. Also ich weiß nicht wieso, Baxter, aber ich habe das Gefühl, du brauchst gleich ein Gewehr.
abgeschlossen, die kriegen wir nicht auf. Okay, also wieder zurück. Und was sagt mir jetzt, ist richtig lustig. Oh, da oben ist sie noch. Geh jetzt schon mal in Deckung. Will nicht wieder sterben. Da hinten gerade durch ist noch einer, direkt gerade durch zu uns, ne? Das gibt's nicht. Der war drauf. Was? Du hast den Schrotmann. Ah nee, du hast ihn. Also. Der war drauf. Schön, der war voll drauf. Oh, warte. Den nehme ich hier. Den einer. Okay. Also nicht den da, den du gerade hattest da, sondern den hier, der bei mir hier steht hier. Bam. Endlich treffe ich auch mal was. Wo kommen die ganzen Schüsse auf einmal her? Zuverlässig, dass sie alle immer mit AK rumlaufen. Ach ja, war ja klar. Ja, auch eine Magnum, ne? Ja. Ja, schon unterwegs. Jetzt kann ich mir Milch nachladen, weil ich keine die Magnum-Munition nachladen konnte. Ja, das ist auch extrem selten, ne? Ja, klar. Und ich gehe damit um, als wenn es jede andere eine Waffe wäre. Oh. Wieso? Wie ich damit verballere und mich treffe und so. Alter, die sind von hinten. Ich geh wieder hoch. Oh ne, kann ich mal verflucht, hätte ich das gewusst. What the fuck, Dankeschön. Alter? Dankeschön. Ich hab nichts gemacht. Du hast auf ihn geschossen. Entschuldigung. Ich wollte ihn gerade mit mich wegholen mit so einem Haken. Was ist denn los? Warum explodieren die explosiven Fässer, auf die ich schieße, eigentlich nicht? Ja, die sind nicht explosiv, die brennen. Warum brennen die Fässer denn nicht, wenn ich darauf schieße? Weil ich da schon drauf geschossen hatte. Ah, okay. Jetzt habe ich Kraut eingesammelt, das wollte ich gar nicht. Kannst du es ja heilen. Ey! Du Egoist! So ein Egoist! Sorry, ich fass es nicht! Oh, Vorsicht! Oh. Ich bin gemeiner, das war jetzt echt krass. Das war ja nicht mit Absicht. Ja, hätte ich so gesagt. Das sind Explosionstypen. Die haben so ein Ding um, mit dem du die explodieren lassen kannst, wenn du das triffst. Deswegen war der Typ ja auch eben, wollte ich den ja weghauen. Und du hast ihn halt direkt neben mir getötet, diesen Explosionstypen. Hier geht's runter. Dies ist zwar nur gerechtfertigt, dass ich mich alleine heile. Stirb doch einfach! Ach, schon hier wäre Munition. Ich wollte gerade sagen.
Oh. Warte mal kurz, geh mal. Okay. Was? Das ist wieder so ein Explodier-TV. Oder nicht? Was ist das? Was ist das? Ein Fleischklumpen. Was ist das, Alter? Fleischklumpen. Vor allen Dingen, ich schieße den in die Eier und der in seinen Kopf explodiert. Oh, ich bin mehr Muni. Ich mein's. Noch mehr Schrot zu werden. Brandgranaten? Ja, Brandgranaten. André? Hast du noch ein Kraut? Ich hab Magnum dabei. Come on! Warte. Die 6 kannst du weghauen. Genau. Ja. Ich will die da haben. Handgranate! Alter, haben wir noch volle. Hab jetzt voll. Gewehr. Minigun. Fuck nochmal, eine Minigun! Ich weiß ja nicht, wie es geht, ne? Aber ich geh in Deckung. Du hast ihm gerade seinen Hut weggeschossen, der Arme. Ja, aber gut, wo ist denn hin, klar. Ich bin noch so ein explosives Ding irgendwie. Oh, warte mal. Ah shit, die kann ich nicht aufgeben. Der hat den großen Jungen getreten. Leck mich, Fette! Eine Tankerschüsselkarte aufgehoben. Alter, die klebt zufällig an seinem Rücken. Da ist übrigens eine Mine, die man noch aufheben hätte. Oh, eine Mine. Ich mag Minen. Mhm. Kann sie bloß nie benutzen so richtig. Bevor du die Mine hättest aufgehoben, wäre es wahrscheinlich noch schlau gewesen, die beiden Kraute aufzuheben, damit man sie kombinieren kann. Geht schwer. Ich hab dann plus den Platz frei. Kannst du die Mine hinlegen und wieder aufheben? Ja, kann ich. Deswegen warte, nicht. Was denn? Ich hab sie jetzt hingelegt. Ja, aber jetzt machst du mir das Leben wieder schwerer, dadurch, dass du das aufgehoben hast. Jetzt kannst du mir das mal rübergeben, kurz. Gib mir ein Herb. So. Hier, so. Kannst du mir das wieder geben. Der unspektakuläre Schuss mit der Dings und Sprutflinte. Da liegt noch eine Mine hier oben übrigens. Und hier sind explosive Fässer. Ich glaube, wir hätten ihn auch nicht da unten bekämpfen müssen. Das ist schlimm, hat doch gut geklappt. Klar. Klar. Aber wir hatten nicht so viele Spezialeffekte. Ach, da müssen wir lang. Gehen wir erstmal hier hoch. Hier ist noch ein Kraut. Und hier hätte man wieder runterjumpen können. Ich glaube, das da über hätte man auch zusammenbrechen lassen können da oben. Das sieht zumindest so aus, oder? Hm. Aber wie?
vielleicht auch nicht. Oder man hätte vielleicht die Fässer irgendwie runterlassen rollen lassen können. Oder? Das ist hier oben noch irgendwas. Oh ja, hier sind noch ein paar. Und ein Safe. Mal gucken, was im Safe drin ist. Eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte B. Wow. Wenn das so weitergeht, kann ich bald in jedem Raum hier auf dem Schiff rein. Denke ich mal so geplant. Ey, guck mal. Live-TV. Come on! Oh mein Gott, Alter! Ich will nicht! Was hat er gesagt? Ja, was? Irgendwas mit zerstören. Okay. Panzerung. Das wird es down. Der erste ist down, meinst du? Wow! Schießt du? Alter, schieß doch! Ich hab den Kopf weggeballert und da schießt er noch. Ob wir die Dinger wohl auch zum Explodieren kriegen können? Da scheinen ja Sachen drin zu sein. Den geht's nicht. Okay. Ich könnte mal eine Mine legen. Und da drauf schießen. Mal gucken, was passiert. Oh, das ist gut. Brauchst du nicht. Nichts passiert. Haben wir eine Mine weniger? Ja und? So viele Goldketten. Warum? Wahres Goldparadies. Merkwürdig. Oh, schade, ich kann die Tür nicht machen. Hey! Warum bist du immer so gemein zu mir? Bin ich doch gar nicht. Komm, ich lass dich sogar in meinen Fahrstuhl rein. Nicht. Er rutscht immer rüber. Lass dich auch in meinen Fahrstuhl rein. Oh ja. Mein Gott, Alter. Mein Fahrstuhl, hast du was dagegen? Was du laberst? So, you've made it this far. Too bad. Der visiert nur mich an. Das ist voll unfair. The new superior breed of humans. Given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right
to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. Weiß gar nicht, ist Wesker eigentlich aus dem dritten oder aus dem ersten Teil gewesen? Aus dem ersten. Der erste war das mit dem Anwesen, war, ne? Genau, da hast du aber Wesker auch gesehen. Okay. Der zweite war das mit Raccoon City, das ist ja auch jetzt was so, dass mir, wo das Remake rausgekommen ist. Das Remake, Und was war der dritte nochmal? Der vierte war dann das mit Leon, wo er dann die Präsidenten retten musste. Aber was war der dritte nochmal? Eine gute Frage. Eine Sekunde bitte. Microphone muted. Microphone activated. Boxe. Raus. Na dann. Was? Wo? Wer? Alles gut? Ja. Du darfst. Ja? Ja? Ja. Ja. Ja, das war mal wieder eine schöne Runde. Freue mich, euch alle dann beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin, genau. Tschüss.